Hallo zusammen, heute ein Video über Steuerkettenlängung. Ist, glaube ich, ein weit verbreitetes Thema. Es gibt die Motoren oder die ein oder anderen Motoren, die schon massive Probleme haben damit. Und wir werden jetzt heute einfach mal schauen, kann man das sehen und wie sieht das dann aus? Ja, das ist das, was wir heute ausprobieren werden. Dafür habe ich den Jürgen hier. Der hat, Jürgen, hallo. Hi, ich komme mal kurz ins Büro. Ja. Hi. Alle die, die also das Video mit der Kompressionprüfung nicht gesehen haben, das ist der Jürgen, mit dem mache ich das ein oder andere Messvideo hier und der hat natürlich die richtigen Sachen. Ja? Der hat die richtigen Sachen mitgebracht und ja, heute geht es um das Thema Steuerkettenlängung und wir hoffen mal, dass wir jetzt auch was Anständiges sehen werden und wir haben dafür extra für euch einen super alten Nissan Micra organisiert und das ist wirklich eine Warze, also richtig geiler Hobel. Ja, wer hat ja überhaupt noch TÜV? Also er ist noch angemeldet, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich ist er schon... Ja, aber hallo. Hat er noch? Januar, wahrscheinlich. Januar 20, nächster HU. Januar 20? Januar 20. Wer hat den denn drüber gemogelt, ey? Ah, ich glaub's nicht. Wenn du den Reflektor hier siehst... Da war einer vielleicht... ein bisschen müde, als er den abgenommen hat. Ja, ist aber egal. Also, du bist ja damit hingekommen. Ne? Jetzt musst du damit nachher nur nach Hause fahren können. Läuft gut. Okay, ja, Steuerkettenlängung, wie gesagt, ist ein Thema bei vielen Motoren. Bei manchen halten die Steuerketten ewig und bei manchen Fahrprofilen gehen sie wirklich ruckizucki kaputt. Und wir versuchen heute mal eine Steuerkettenlängung zu messen bzw. zu diagnostizieren. Wenn zum Beispiel ein Motor länger steht, so als, ich würde jetzt sagen, so 10, 12 Stunden und ihr startet den Motor und es rasselt einmal ganz kurz, das würde ich euch jetzt auch nochmal eben einblenden. Also wenn sich das so anhört, sagen ja viele Leute, Mensch, das darf 3 Sekunden rasseln, dann ist das noch okay. Ich halte das für sehr, sehr grenzwertig. Also ich glaube, wenn ein Motor schon 3 Sekunden rasselt anhand der Steuerkette, dann wird sowas nicht besser. Und dann kann es zwar sein, dass das noch lange hält, es kann aber auch sein, dass das Ding ruckizucki kaputt geht. Ja, wir hoffen jetzt ganz einfach mal, dass wir eine vernünftige Messung zustande bekommen. Das Equipment ist da und der Nissan hat, was hat er gelaufen gehabt? 110 oder? 120 ungefähr. 120.000? Ungefähr, wird genau wissen wir jetzt. Naja, ist doch 120 reicht. 120 reicht, das passt schon. Ja, auf und jeden Fall weit unter 200. Unter 200 sind wir. Okay, aber wir schauen mal, vielleicht kriegen wir das ein oder andere ja durchgemessen. Wir wollen das ja machen, ohne uns großartig dreckig zu machen. Es geht ja darum, wie kann man das relativ einfach und simpel machen. Und das kann natürlich auch sinnvoll sein für die Leute, die vielleicht ein Fahrzeug ankaufen. Ja. Und ja, oder auch verkaufen oder vielleicht wissen möchten, ob die Steuerkette in Ordnung ist oder nicht. So, der Jürgen baut schon mal auf und ich würde sagen, es geht gleich los. Ja, der Jürgen hat jetzt soweit alles angeschlossen. Wir erklären euch mal eben den Versuchsaufbau und ich würde sagen, los geht's. Ja, wie gesagt, ich habe meinen Scope hier angeschlossen und zwar wollen wir gucken, ob hier die Steuerkette sich gelenkt hat. Und dann nehmen wir einfach die Sensorik zu. Ja, missbrauchen wir sozusagen die Sensorik, um das festzustellen. Ich habe jetzt eine Messstelle hier an Nockenwellensensor angeschlossen. Den kann man am besten von hier sehen. Wenn, ja. Ja, ich schaue mal eben um. Ah, da, ja. Genau, da bist du reingegangen. Ja. Ja, okay, einfach von hinten mit einer Messspitze in die, in diesem Fall ist es der mittlere Pin. Das wird ein Hallsensor sein, denke ich mal. Und auf der anderen Seite an den Kurbelwellensensor, der sitzt hier unten am Ende des Motors. Genau, wir sind jetzt also nur an die Verkabelung des Kurbelwellensensors gegangen. Okay. Genau, oben an den Stecker, hinten rein mit der Piercing-Spitze hier, mit dieser Messspitze. Und ja, das ist dann an und für sich auch schon alles. Scope habe ich an Masse gelegt, an den Minuspol der Batterie, wie immer. Ja. Oder wie meistens besser gesagt. Und dann habe ich noch einen Kanal und zwar den dritten hier. Da habe ich den induktiven Messaufnehmer auf die Spule des ersten Zylinders gelegt. Einfach um. Einfach um drauf. Ja, man kann das besser machen, wenn man jetzt ein Gummi hätte oder so, dann könnte man das mit so einem Gummiband hier so direkt drauf machen. Dann wird das Signal größer oder deutlicher. Aber mir reicht das auch, wenn ich das hier so ein bisschen nur sehen kann.
dass ich einen Anhaltspunkt bekomme. Okay. Jo. So, theoretisch müssten wir jetzt ja gleich erkennen können, was ist der Hallgeber und was ist der Induktivgeber? Weil da gibt es ja auch Unterschiede am Bild. Ja, ich sag mal, in den meisten Fällen ist der Nockenwellensensor zumindest, ich kriege es jetzt gerade mal nicht mehr hier hin, ist der Nockenwellensensor an und für sich fast immer ein Hallgeber. Okay. Ich sag mal jetzt fast immer. Weil es immer auch Ausnahmen gibt. Es gibt immer Ausnahmen und eine Ausnahme ist Ford. Die haben tatsächlich auch früher einen Induktivsensor als Nockenwellensensor gehabt. Okay. Ja, ja. Und beim Kurbelwellensensor ist es so, dass es manchmal ein Hallsensor ist und manchmal ein Kurbelwellensensor. Das heißt, man kriegt das theoretisch nur am Bild raus letztendlich. Ich habe mich versprochen. Also meistens ist es ein Hallsensor oder eben halt ein Induktivsensor. Sensor, so, okay. Das ist der richtige Ausdruck, genau. Ja, man kann es erkennen an dem Bild ganz einfach. Ja. Okay. Ein Hallsensor macht ein Rechtecksignal. Ich zeichne das mal so auf hier. Das ist praktisch dann so an aus. Und ein Induktivsensor, ich sag mal, hier ist 0 Volt, hier ist 5 Volt, so. Der läuft so auf zwischen 0 Volt und 5 Volt digital hin und her, deswegen an aus. Und so ein Induktivsensor, da sieht halt so aus, dass der theoretisch auf so einer 0 Volt Linie läuft und dann eben halt so ein Signal macht, in etwa. Ja. Und so weiter. Dann ist da eine Lücke zwischen, dann sieht das halt ungefähr so aus. Genau, das ist dann, wo die Bezugsmarke, wo genau, der Zahn fehlt quasi. Ja, da fehlen meistens da zwei Zähne. Mhm. Bei vielen ist es aber so, dass er trotzdem eine Referenzspannung drauf hat, dass er so etwa auf, ich sage jetzt mal 1,8 Volt läuft. Also prakisch auf einer. Nicht auf Ebene 0, sondern auf. Nicht auf einer 0-Volt-Linie, sondern ja, auf einer gewissen Referenzspannung. Ja. Okay. Das dient zu Diagnosezwecken für das Steuergerät, damit der, das Steuergerät eben halt erkennen kann, dass da der Sensor noch vorhanden ist, beziehungsweise die Leitung steht. Ne? Okay. Ja, dafür ist er dann für sich nur. Also nicht drüber stolpern, ne? Das, wenn man sowas sieht. Kann aber auch unterschiedlich sein, kann man sagen, dass das schon bei fast allen Modellen gleich ist? Selbstverständlich nicht, also es gibt sowohl als auch mit Referenz und einmal ohne Referenz. Also es gibt tatsächlich welche, die laufen auf 0 Volt, also ist die Grundlinie 0 Volt oder eben halt eine erhöhte Spannung 1,8 oder 2,4, je nachdem, was es für einen Hersteller ist. Das gleiche gilt auch für diese induktiven ABS-Sensoren, da ist das auch so teilweise. Bei VW Golf zum Beispiel, Golf 4 war das so, dass da diese Referenzspannung eben aus dem ABS-Steuergerät wegfiel, der Sensorfehler vorne links oder vorne rechts angezeigt wurde und in Wirklichkeit war es gar nicht der Sensor, sondern eben halt das Steuerbrett selber. Ne? Aber wir schweifen ab. Kein Problem. Aber so, das ist ja so, ne? So. So, das heißt, relativ simpel, relativ einfach. Theoretisch brauche ich den Stromlaufplan, und um zu wissen, wo sich die Sensoren befinden und welche Kabel ich letztendlich anzapfe. Ja, Bauteil, Lageplan. Ja. Aber ich sag mal so, der Nockenwellensensor befindet sich eigentlich immer weit oben am Motor, wo die Nockenwelle ist. Ja. Kann natürlich sein, dass das Kabel vom Nockenwellensensor erstmal wieder runtergeführt wurde. Ja, genau, also man muss schon gucken. Und der Kurbelwellensensor befindet sich ja an der Kurbelwelle, deswegen heißt er ja auch so. Und aber da kann ich verkabeln auch von was sagen. Ne? Kann man das Kabel verfolgen, das ist entweder am Ende des Motors oder vorne an der Riemenscheibe gibt es auch, also trockene, oder hinten am Schwungrad auch trocken, und dann gibt es noch welche in Öl gebadet. Da ist praktisch das Aufnehmerrad in der Ölwanne, also an der Kurbelwelle direkt im öligen Bereich. Ja, die Möglichkeiten hat man so, aber bei so einem übersichtlichen Maschinchen hier hat man die Sensorik schnell gefunden. Ja, wie gesagt, angeklemmt ist alles. Ja, ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Brauchen wir einfach nur mal laufen lassen. Als erstes starte ich mal eben meine Aufnahme hier, beziehungsweise starte das Scope. Ich gehe auf 4-Kanal, weil 3 Kanäle nutzen wir. Und den 4. den habe ich schon ausgeblendet hier. Also ich sehe jetzt praktisch nur die 3 Kanäle. Der erste, also der rote, ist praktisch für das Kurbelwellensignal. Kurbelwelle.
Der zweite, das Gelbe, ist für die Nockenwelle und das Grüne ist praktisch dieser induktive Messaufnehmer für die Zündung. Ja. Okay, dann ich hoffe mal, das schimmert jetzt nicht so. Ja, warte mal, ich muss mal eben die Aufnahme starten. So, Aufnahme läuft. Okay, so, mal schauen. So, Zündung ist an, da müsste sich jetzt eigentlich schon was getan haben. Ja, genau, Linien haben sich schon verschoben. Ja. Das ist jetzt eine ungetriggerte Aufnahme, das heißt, die Leute müssen freilaufen, jede Minute wird getriggert. Ja. Also das kann also ein bisschen nach verloren gehen. Das wird jetzt praktisch zusammenhängen natürlich. Das ist natürlich klar. Das Einzige, was ich jetzt aber so auch an nicht erkennen kann, ist ja eigentlich der Kurbelwellensensor. Der rote, sieht sehr nach dem Kriegen aus. Okay. Weil die keine digitale Form hat, die wir jetzt haben. Der Rest der Flitz so schnell herunter, das sieht man wirklich gar nicht. Aber wir sollten den Motor wieder abschalten. Den Motor wieder abschalten, die Aufnahme stoppen hier. Ja. Da sind jetzt gut rund eine Minute. Ja, da müsste man ja jetzt eigentlich schon was erkennen. Ja, da hat da schon einige Umdrehungen hinter sich, der Motor jetzt. Ich gehe wieder mit meinem Laptop hier vorne an den Tisch. Da ist es ein bisschen bequemer. Mal. Also die Daten sind ja wie gesagt schon hier auf meinem Laptop übertragen worden und nicht mehr in dem Scope selber. Deswegen. Okay. So. Und dann kann ich praktisch hier unten mit meinem Cursor oder beziehungsweise mit der Maus, hier mit dem Scrollbalken, in der Aufnahme wandern. Also hier ist der Punkt. Da habe ich die Zündung eingeschaltet. Okay, da haben sich die Linien verschoben gerade. Genau, hier ist die Zündung an, dann geht praktisch die Spannung von 0 Volt auf, sagen wir mal, von 0 Volt gelb hier auf 5 Volt grob, also 4,986 sind für mich jetzt 5 Volt hoch. Und das ist ja praktisch der Nockenwellensensor, der gelbe hier, oder das gelbe Signal, und der rote, haben wir ja gesagt, ist Kurbelwellensensor. Und da sehe ich, dass ich da auch eine Spannung habe von aber ungefähr 1,5, 1,6 Volt. Und ich hatte da gesagt 1,8 Volt. Gut. Aber wie immer ein bisschen verschätzt, aber gut. Man steckt nicht drin. Gut, es ist ja wahrscheinlich auch Hersteller individuell. Ja, auf jeden Fall. Das wäre ja auch sonst so einfach, wenn alles das gleiche wäre. Dann würde ja auch schon fast langweilig werden. Warte mal, jetzt muss ich mal hier mein Scrollbalken. So, das ist dann hier der Moment, wo ich den Motor gestartet habe. Genau, das gerade war jetzt einfach nur Zündung an. Zündung an, hier ist Motor Start. Und jetzt müsste ich hier meine dritte Linie. Da kann ich jetzt praktisch die Spannungsachse jetzt mit auseinanderziehen. Ich habe ja jetzt hier 1 Volt pro Division hier unten für den Grünen. Das reicht aber nicht, weil da sehe ich nichts, weil das zu grob aufgelöst ist. Und zwar ist das ja nur ein induktiver Messaufnehmer. Das ist so im Millivolt-Bereich, spielt sich das ab. Da muss ich also schon die Spannungsachse hier für den dritten Kanal, sagen wir mal, auf, ja, ich mache mal so 50 Millivolt pro Division, da müsste man eigentlich schon ein ganz gutes Signal erkennen können. Ja. Gut, jetzt müssen wir noch hier das Signal umkehren, weil das ist ja eine negative Spannung. So, und noch größer machen. Ich bin also nicht nah genug an der. Also, okay. Nah genug an der Zündspule mit dem Messaufnehmer. Aber so kann man ja schon an und für sich ganz gut das erkennen. Ich sag mal, es ist nur vom Ausschlag jetzt her nicht so groß, aber der eigentliche Ausschlag ist von seiner Funktion her ja schon identisch. Ne? Ja, ich brauche ja nur ein Triggersignal. Ich will ja nur wissen, wo der erste ist. Genau, wo der erste ist. Ja. Obwohl das bei dem hier eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt. Viel wichtiger ist jetzt praktisch hier diese Einzelheit, wenn ich jetzt hier auf Lupe gehe. Ich mache jetzt diesen Bereich, der jetzt blau eingefärbt ist. Ja. Gucken wir den jetzt mal genauer an, dann gehe ich hier auf Lupenfunktion und dann habe ich praktisch hier alle drei Sachen eigentlich sauber übereinander. Genau, ich kann mich jetzt hier, ich kann mir das jetzt hier hin und her schieben, ich kann diesen
Kurbelwellensensor, das Signal kann ich jetzt noch ein bisschen abschwächen, dass die, dass es nicht so groß ist. Mhm. So, dann wird es ja ein bisschen übersichtlicher. Ich meine, die Spannungshöhe bleibt immer die gleiche, nur die Darstellung ändert sich. Ja, Maßstab quasi. Ja. Genau, ja, Maßstab, wie bei einer Landkarte. Das ist jetzt hier 5 Volt pro Division. Ja. Und der Nockenwellensensor hat jetzt noch 1 Volt pro Division, aber das passt schon so. Und dann kann ich halt eben halt sehen. Genau, da kommt jetzt praktisch das Signal. Genau. Das ist hier mein Kurbelwellensignal. Das Kurbelwellensensorrad hat eben, genau, hat 60 Zähne und 2 haben sie ihm ausgeschlagen, um da mal so auszudrücken. Da fehlen also 60 minus 2, nennt sich das in dem technischen Jargon. Das ist gängig. Das haben fast alle. Ja. Die Betonung liegt wieder auf fast. Weil das kann man ja auch sehr gut teilen. Wenn ich jetzt 360 Grad für eine Umdrehung habe und ich habe 60 Zähne, das ist wie bei einer Uhr, weil dann habe ich also 60, also 6 Grad pro Zahn. Genau, 6 Grad Kurbelwinkel. Genau, richtig. Ne? Passt genau. Mhm. Und dadurch, dass jetzt praktisch hier 2 Zähne fehlen, ist eben halt entsteht diese Lücke induktiv auch. Ja. Und daran kann eben halt das Steuergerät die augenblickliche Position der Kurbelwelle erkennen. Die anderen Signale hier nimmt es für die Drehzahl, um die Kurbelwellendrehzahl zu ermitteln. Und das eben halt, um die Position zu ermitteln, wo die augenblicklich ist. Und wenn der weiß, aha, jetzt bin ich hier, ich sag mal, boah, 90 Grad VOT ungefähr. Das ist auch bei jedem anders. Es gibt 120 Grad VOT die Markierung, es gibt 90 Grad VOT die Markierung, es gibt 60 Grad. Theoretisch muss das Steuergerät noch was dabei rechnen, ne? Weil OT jetzt nicht unbedingt das Signal ist, sondern. Nein, auf keinen Fall. Das, deswegen, dieser Begriff OT-Sensor ist eigentlich falsch. Das ist eigentlich nur ganz, ganz früher, aber gab es bei Mercedes mal wirklich. Da war das Signal war der Sensor auf OT. Nee, auf OT. Sonst haben wir den Sensor ja eigentlich haben wir den ja vor OT. Das heißt, der muss ja, also diese Bezugsmarke hier, die muss ja schon vor OT sein, weil daraus berechnet sich auch der Zündzeitpunkt. Der ist ja viel später. Ja, ja, genau. Es nützt ja nichts, wenn ich jetzt eine Bezugsmarke auf OT habe und muss 5 Grad vorher zünden. Richtig, also macht man eigentlich den Sensor früher. Genau, die Bezugsmarke ist früh und dann sieht man ja auch, hier erfolgt dann die Zündung. Das ist ja schon genau. Wir können das von mir aus auch mal aus Spaß mal eben kurz gleich genau ausrechnen, wie viel Grad vor OT diese Markierung ist. Weil das ist auch wieder, ich schweife schon wieder ab, aber ich erzähle es trotzdem immer wieder gerne. Bei VW-Fahrzeugen zum Beispiel, bei diesen kleinen 1400ern, schlag mich tot, Benzinern, die haben ja hinten an diesem Kurbelwellensimmering den Sensor, dieses Sensorrad mit implementiert. Und ganz große Klasse. Und da kann man tatsächlich bei der Montage, wenn man da nicht so eine Leere hat, kann man dieses Sensorrad falsch aufsetzen, in der falschen Stellung. Okay. Das heißt, dann ist die Lücke, nicht wie sie sein soll, nicht von 90 Grad vor OT, sondern von mir aus 70 nur oder 60. Ja, okay, alles klar verstanden. Und dann sind praktisch... Steuerzeiten würden stimmen, aber der Zündzeitpunkt würde nicht mehr stimmen. Die Steuerzeiten, die stimmen noch, die Synchronisation, die stimmt natürlich noch, aber nichts anderes mehr. Es stimmt kein Zündzeitpunkt mehr, die Drehzahlberechnung kann nicht mehr richtig erfolgen und so weiter und so weiter. Da ist ein schöner Fehler, den kann man aber dann auch eben halt ausmessen. Also gerade für die Leute wichtig, die nochmal eine Kupplung an so einem Ding machen und sagen, okay, Motorsimmering mache ich neu. Ja. Und normalerweise aus der Vergangenheit war es so, man schraubt das Ding ab und schraubt das nochmal wieder dran und dann Da gibt es so eine spezielle, Lehre für. Dass ja praktisch eben halt dieses, das gewährleistet ist, dass diese Lücke dann an der richtigen Stelle ist. Ne? Ja, aber das nur am Rande. Jetzt geht es ja hier rum. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine lange Steuerkette habe, also die jetzt länger
ist, als es sein soll. Richtig, die Kurbelwelle, das heißt, die Steuerkette ist auf der Zugseite dann natürlich entsprechend länger. Genau. Die Nockenwelle würde hinterher. Genau. Je länger die Kette ist, je mehr würde die Nockenwelle hinterherhängen. Genau. Das heißt, auf Deutsch, oder einfach gesagt, die Lücke würde bei einer langen Kette immer weiter nach rechts wandern. Richtig, genau. Ja, genau. Man muss immer so ein bisschen überlegen, aber es ist so. Und Kurbelwelle rennt weiter vor, dadurch würde sich das Ganze noch so verschieben. Genau. Mhm. Ja. Und das ist jetzt, sagen wir mal, das Ist-Bild. Mhm. Und jetzt könnte man das ja vergleichen mit einem anderem Bild, wo jetzt entweder das Auto noch ganz neu war, aber das ist ja jetzt in diesem Fall nicht mehr möglich, okay. Aber vielleicht ein Auto einen Motor hat, wo vor kurzem eine neue Steuerkette reingekommen ist oder nachdem man die Steuerkette erneuert hat, so eine Aufzeichnung gleich macht. Weil das aber wenn wir ja über eine Steuerkettenlängung an sich sprechen, sprechen wir ja vielleicht um ein paar Millimeter höchstens. Ne? Also das ist sowieso eine Sache. Millimeter ist schon viel, ich drücke das mal anders aus. Es geht vielleicht um einen Zahn. Ja, wenn das mal eben größer ziehen würdest, dann können wir, dann habe ich gerade vor. Ja. Ich gehe wieder auf meine Lupe. Ist das so groß genug? Ja, ich denke mal, also hier haben wir praktisch, hier würde das Signal von der Nockenwelle. Ja, genau. Und das ist praktisch zwei Zähne, bevor es jetzt losgehen würde. Wenn die Kette jetzt länger wäre, wäre dieses Signal weiter nach rechts verschoben. Das heißt, das Ding wäre dann vielleicht bei Zahn 3 oder irgendwo so dazwischen. Irgendwie. Ja, genau. Aber ich sag mal, wenn der jetzt schon bei Zahn 3 angekommen wäre, dann wäre schon ganz viel. Das ist viel. Das sind dann ja auch so, sagen wir mal, 6 Grad Kurbelwelle. Okay, das sind 6 Grad. Ja, okay. Ja, verstanden. Wenn man das jetzt in Millimeter umrechnen will, kann man das machen. Aber das kriege ich heute Abend nicht. Aus dem Kopffräser auch nicht hin. Naja, aber das ist eben halt unser Fundament jetzt, sag ich mal. Ja, ob stimmt oder nicht. Kann man jetzt so aus deiner Erfahrung heraus sagen, dass wenn jetzt dieses Signal kommt, jetzt also genau dieses Signal jetzt hier loslegt, dass das immer ungefähr beim zweiten Zahn ist? Oder gibt es auch so neue Ketten oder so neue Steuertriebe, dass man sagt, Mensch, das fluppt so wunderbar zueinander, dass das Signal eigentlich hier stehen würde? Weil da ist ja jetzt, ich versuche jetzt irgendwie so ein bisschen rauszubekommen, wann ist jetzt eine Kette wirklich verschlissen. Ja. So, ne? Also ich sag mal, wenn der Motor jetzt neu wäre und wir hätten jetzt diese Messung gemacht, und der Motor wäre alt. Dann hätten wir ein Sollbild. Ja, dann hätte man, genau. Und jetzt wäre natürlich schon genial, wenn wir irgendwie mitteilen könnten, Mensch, was wäre denn jetzt eigentlich das optimale Bild? Ist das dann, oder kann man fast sagen, dass das immer sich in den ersten zwei Zähnen... Leider nicht. Ne? Nein. Die sehen alle anders aus. Also jeder Hersteller hat da seinen eigenen Geschmack und ich habe so viele Kurbelwellen- und Lenkenwellenaufnahmen, die sind bei jedem Motor irgendwo immer ein bisschen anders oder bei jeder Motorenfamilie anders. Ja. Okay. Aber gut, man hat eben halt nur die Möglichkeit jetzt zu sagen, komm, ich suche ein Gutbild raus, aber wir sind ja auch schon so eine Scope-Gemeinde. Wir schmeißen nichts weg. Also ich habe jede Menge Kollegen, die auch so ein Gerät haben. Und wenn ich da jetzt anrufen würde und sage, ich habe hier so einen alten Nissan K11, hast du da ein Sollbild von einer Kurbel-Nockenwelle wegen Steuerkette, würde ich bestimmt auch eins kriegen. Ja. Ich habe zwar auch noch im Archiv selber Bilder, aber wie gesagt, das ist maximal so ein theoretisch Zahn, der ein sich Zahn, da... Der dann, das, wo das hin und her wandert. Okay. Und das soll eigentlich auch ziemlich präzise bei jeder Umdrehung immer wieder an der gleichen Stelle landen. Ja? Das heißt, wenn man jetzt diese Messung weiter nach rechts gehen würde, dann dürfte oder müsste es jetzt immer an dem genau zweiten Zahn sein. Ja, ich müsste jetzt hier mal eben kurz einen Trick anmachen, dann gucken, ob ich das hinkriege. Ich kann ja hier, wir haben ja auf der Nockenwelle bloß pro zwei Kurbelumdrehungen, ein Signal. Ah, so, ja. Dann kann ich das ja nehmen und sagen, komm her. Ich gehe auf Kanal 2 hier. Trigger mir das ein bisschen an. Da kann ich praktisch eine Bild-zu-Bild-Triggerung machen. Mal gucken, ob das hinhaut. So, ich habe hier mein Fernglas. Der Fall geht nach rechts. Vorwärts suchen.
So, jetzt nimmt er mir den auf. Richtig. Das zweite Zahn. Genau. Ja, warte mal. Man sieht also jetzt immer, dass der Cursor, hier, also dieser Scrollbalken hier unten, dieser, ja. Wie heißt der denn also, jetzt? Also wir laufen durch die Messung durch. Wir laufen durch die Messung durch, also das sieht zwar jetzt so aus, als wenn er immer dasselbe ist. Aber es ist immer praktisch, immer wieder genau das. Ja, warte mal. Nochmal ein Signal. Ups. Ja, passt. Ich mache noch ein bisschen größer. Ich kann noch größer. Ich kann noch größer. So ist es nicht. Jetzt ist das noch ein bisschen detaillierter und wenn ich jetzt wieder hier auf meinen Dings gehe, auf meinen Trigger. Warte mal. Ja, dann muss ich das in die Mitte setzen, damit wir das auch sehen können. Jetzt am Rand nützt uns halt nichts. So, jetzt sind wir wieder da. So. Und jetzt kann man sagen, ein ganz bisschen genau, ist da Bewegung. Genau, jetzt ein bisschen hin und her, aber das ist wahrscheinlich noch normal. Sagen wir mal, es hat noch keine Auswirkungen. Okay. Okay. Aber wenn du jetzt eine ganz genaue Kette hast, die gut gefertigt ist, dann würde man da auch. Das ist wie ein Schweizer Uhrwerk. Also der landet immer genau auf dem selben Punkt. Immer. Ne? Ist immer. Ja auch reine Mechanik. Da ist ja alles starr. Okay. Ne? Das ja, ist okay. Ja alles Metall. Okay. Ne? Aber das hier, das ist noch nicht bedenklich, sage ich mal. Man sieht zwar schon jetzt, Gott sei Dank, sonst würde mir das ja auch vielleicht gar keiner glauben, dass das jedes Mal ein anderes Bild ist. Theoretisch wäre das ja dann auch, wenn zum Beispiel der Kettenspanner kaputt wäre. Ne? Guck mal, da ist so ein bisschen Unruhe drin, siehst du? Ja, da, ja. Ja, doch, ganz. Ne? Aber das finde ich jetzt. Aber da sieht man mal, wie wenig das an sich ist. Ne? Wie wenig das wirklich ist, bis so eine Kette klappert. Ja. Ja, ja gut, jetzt sind bei dieser Darstellung her. Das wäre jetzt aber auch möglich, dass der Kettenspanner nicht mehr richtig funktionieren würde, weil dann wäre da ja auch die Kette nicht mehr auf Spannung, dann wäre das wahrscheinlich auch mehr so eine Schwabbelgeschichte. Dann hast du eine Schwabbelgeschichte, obwohl die ziehende Seite ja eigentlich immer stramm gehalten wird. Beim Vierzylinder zumindest würde ich sagen, ist das ja eine ziemlich gleichmäßige Geschichte. Ja. Je weniger Zylinder, desto schwabbeliger wird das. Ja, 13er wird Dreizylinder wird das wahrscheinlich hin und her tanzen, wie verrückt. Ja, okay. Ja, so kann man eben halt mit Hilfe eines Sollbilds erkennen, wie es um den Zustand der Steuerkette bestellt ist, ohne dass man schon irgendwas akustisch hört. Ne? Ja. Dass man sagen kann, jo, hier kommt irgendwann. Das gibt so Spaß demnächst. Ja, ja, ja. Irgendwann fängt die morgens an zu klappern. Okay. Das heißt, theoretisch wäre es natürlich immer am genialsten, man hätte jetzt irgendwelche Sollbilder. Die Sollbilder haben wir nicht. Das heißt, das, was ich aber zumindest trotzdem machen kann, ist, habe ich immer einen Versatz zwischen Kurbelwellensignal und Nockenwellensignal, dann weiß ich auch schon, dass da irgendwo was nicht stimmt. Ja. Ich müsste theoretisch ja leider immer so ein Referenzbild haben. Ja. Und wenn wir wirklich über eine Kettenlegung sprechen, dann würden wir theoretisch hier jetzt über einen Zahn wahrscheinlich sprechen. Ja, also, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Knapp einen Zahn, also eine neue Kette. Also der Unterschied zwischen einer neuen Kette und einer gelenkten Kette ist vielleicht, also so, also von dem Schneidepunkt hier bis zu diesem gelben Strich, okay. Dann ist es aber schon. Dann ist es schon viel. Dann ist es schon viel. Mehr ist es eigentlich nicht. Okay. Ich habe da verschiedene Bilder auch, wo eine Kette klappert schon und wo eine Kette eben halt ganz neu ist. Und dann ist das ungefähr so viel macht das aus. Ne? Das ist von Hersteller wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich auch, wie lang der Kettentrieb an sich ist. Ja, ne? Ja, und oftmals habe ich ja auch nicht nur einen Kettentrieb, sondern da habe ich ja wahrscheinlich auch Kettentriebe, die ineinander laufen, ne? Also die Nockenwellen laufen. Ja, wenn ich jetzt mit zwei Bänken Motor habe, also ein V-Motor, zum Beispiel hier so ein Audi Diesel, die haben ja praktisch die Steuerung nicht vorne am Motor, sondern hinten. Genau. Und da kann man ja auch nicht mal eben die Steuerzeiten prüfen. Nein, nicht so mal schnell. Da brauchst du schon lange Zeit für. Und ich weiß, dass diese Motoren eben halt so empfindlich, oder dass die so konstruiert sind, dass wenn die zu weit aus dem Fenster raus sind, gar nicht mehr anspringen. Da ist gar kein Start mehr möglich. Und dann hat man eben halt die Möglichkeit, da auch. Das ist ein unplausibles Signal, von X und Y wahrscheinlich. Gut, aber auf Verdacht so einen Motor aufzumachen, da haben wir dann auch schon oft oder schon öfters solche Aufnahmen gemacht. Und dann sieht man dann eben halt, dass die Kette lang ist. Ne? Können wir uns jetzt noch mal ein Bild anschauen? Ich glaube, du hattest welche dabei, wo man wirklich sagen kann, pass auf, bei dem Motor ist die Kette jetzt neu gekommen oder das war die alte Kette und jetzt ist die neue Kette drauf. Damit man mal so
so ein Gefühl dafür bekommt, wie der, wie das jetzt auf so einem Oszilloskop wirklich aussieht. Ja. Weil ich würde ja schon sagen, manchmal denkt man ja dann, das sind wahnsinnig viele Zähne oder okay, das ist wahnsinnig viel. Natürlich, je mehr man reinzoomt, je weiter geht das auseinander, das ist schon klar. Aber ja, die Bezugsmarken sind ja eigentlich immer die gleichen. Ja. Ne? Es sind immer die. Der landet immer wieder an derselben Position. Genau. So ist so, das, so muss das sein. Ja. Nur, dass man vielleicht mal so nochmal zeigen kann, Mensch, wie. Ja. Müsste ich dann eben raussuchen. Ja, suchen eben raus, wir machen eben aus. Ja, machen wir eine kleine Pause. Es ist genau bei einer gelenkten Kette. Richtig, das ist jetzt bei einer gelenkten Kette, würde genau jetzt letztendlich ja, ein Zahn oder ich sag mal, das in dieser Richtung würde sich das ja verschieben. Genau, also wir haben ja jetzt hier von der Zahnlücke, wo diese zwei Zähne zählen, rückwärts ja gesehen, 1, 2, 3, 4 Zähne. Genau. So. Und wenn ich jetzt eine neue Kette als Sollbild oder eine Aufzeichnung mit einer neuen Kette dagegen lege, ja, also 4 Zähne haben wir jetzt bei der hier. Ja. Und jetzt gehe ich mal eben ganz kurz auf die andere. Genau, da ist es jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und etwas drüber. 5,5 bei einer neuen Kette, also 1,5 Zähne. 1,5 Zähne. Unterschied. Ist nicht viel, aber ja, also ich sag mal, die alte Kette von dem Feuer, die hat schon geklappert. Mhm. Also selbst also der eine Zahn macht es dann schon. Ja, ne? Also genau, es ist dann schon so, dass der eine Zahn. Man darf das jetzt nur nicht verwechseln mit einem Kurbelwellenzahn oder von dem Zahnrad, das ist ja ein separates Rad, mhm, wo eigentlich nur das Signal aufgezeichnet wird von dem richtig Kurbelwellensensor. Ne? Okay. Das sind, wie gesagt, von Zahn zu Zahn sind das 6 Grad Kurbelwelle. Aber letztendlich ist es so, man muss schon ein bisschen Übung mitbringen. Das heißt, es ist, wenn man das machen möchte, wenn man vielleicht sagt, okay, ist eine Kette jetzt wirklich gelenkt, ja, wäre es am einfachsten, man hat einen Motor, der in Ordnung wäre. Genau. Ne? Also das ist, glaube ich, wenn man jetzt kein neues Referenzbild hat, aber man hat jetzt zum Beispiel einen Fehler, den man jetzt vielleicht nicht findet im Bereich von schlecht anspringen, nicht gut anspringen, schlecht laufen, Kurbelwellensensor ist neu und der Fehler ist immer noch da, Nockenwellensensor ist neu und es läuft immer noch nicht vernünftig. Dann wäre das ja eigentlich eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich messe das jetzt bei dem Motor, der jetzt eben nicht läuft, ja, und nehme, sofern ich verfügbar habe, einen Referenzmotor. Genau. Und wenn ich dann da schon Veränderungen sehen kann, die ja tatsächlich nur einen Zahn betragen müssen, wäre ich dem Problem ja schon auf die Schliche gekommen. Auf jeden Fall. Immer wenn der Verdacht besteht, dass sich die Kette eben halt gelenkt hat oder ungleichmäßig gelenkt hat, wie auch immer, lässt sich das so auf eine einfache Art und Weise feststellen. Ja. Ist ja gerade vielleicht auch mal für die Leute wichtig, die sagen, okay, pass auf, ich habe jetzt meinen Nockenwellensensor schon erneuert, die Lampe ist aber trotzdem wieder angegangen. Unplausibles Signal. Zum Beispiel. Oder Kurbelwellensensor habe ich auch erneuert und ich habe wieder nach kurzer Zeit ein unplausibles Signal. Dann wäre das ja zum Beispiel ein Ansatzpunkt, das wirklich mal so nach so einem genau relativ einfachen Messverfahren mal zu gucken, okay, ja, stimmen wirklich meine Steuerzahlen und ich sag's mal so, hier ist es eine elektronische Messung, die ist wahrscheinlich noch einen Tacken schneller und einen Tacken genauerer. Also wenn ich jetzt erst alles auseinandernehme und dann mit Gewalt irgendwelche Leeren hinten in die Nockenwelle jage oder genau so. Ne? Ja, bei diesem Beispiel jetzt hier, da gibt es auch eine mechanische Prüfmethode bei diesem Hersteller. Ja. Da ist ein geübter Mechaniker, so wie mir gesagt worden ist, also so 2 bis 2,5 Stunden am Werk, um dann eben halt so festzustellen, das gleiche Ergebnis. Das gleiche Ergebnis, aber hier wesentlich schneller. Ja. Ja, wir werden also später vielleicht nochmal das Video noch ein bisschen andicken. Allerdings hätte ich jetzt fast gesagt, war es das jetzt erstmal. Also eine relativ einfache Möglichkeit, seine oder die Steuerkettenlängung zu prüfen. Vorausgesetzt, man kann also wirklich die Bilder interpretieren. Ne, gehört ein bisschen Übung zu, aber ich glaube, wenn man das jetzt wirklich häufiger macht, dann kriegt man wahrscheinlich auch so ein Gefühl dafür, ja, wie sich die einzelnen Motoren so verhalten. Also ein Bekannter von mir, der ist Motoreninstandsetzer, der macht also von jedem Motor so eine Aufnahme. Also wenn jetzt, sagen wir mal, ein Motor general überholt ist, dann ist ja auch die Kette neu und dann hat er immer also Sollbilder. Ein Referenzbild genau, dann davon. Genau. Ja, eigentlich eine coole Sache. Dass der Motor an sich sauber und heile rausgegangen ist. Genau, ne? Ja. Und hat man eben halt dann den direkten Vergleich zu einem Motor, den man jetzt, oder von einem Auto, was man so aus dem Feld fischt, oder eben halt, was in die Werkstatt kommt mit irgendwelchen Problemen, sei es Klappergeräusche, gut, Klappergeräusche
dann hört man ja schon, dass die Kette lang ist, aber wenn es eben halt noch nicht klappert und das Auto trotzdem nicht richtig läuft, es gibt also Fälle, also Motoren, die ziemlich empfindlich darauf reagieren, sogar Verbrennungsaussetzer erkennen. Mhm. Und theoretisch, weil ein Zahn... Ja, oder weil die Steuerkette ungleichmäßig lang ist, dann verschiebt sich dieser Schneidepunkt immer hin und her. Hin und her, ja. Genau. Das ist dann auch eben halt, weil dann verschiebt sich dann ja auch die Motorsteuerung minimal und auch die Zündung, der Zündzeitpunkt wird sich verändern, möglicherweise. Und wie gesagt, das ist eine einfache Geschichte, das mal eben zu prüfen. Coole Sache. Das ist auch an und für sich zum Schluss noch einmal gesagt, dass das wieder eine Prüfung der Motormechanik im Grunde genommen ist. Mit einem elektronischen Gerät. Weil ich die meisten oder viele sagen, ja, mit dem Oszilloskop kann man ja eh nur Elektronik prüfen, in Anführungszeichen. Aber ich behaupte also auch, die Mechanik lässt sich damit überprüfen. Auf eine einfache Art und Weise. Ja, theoretisch hatten wir es beim letzten Mal schon mit der Kompression. Genau. Da kann ich erkennen, ob zumindest ob der Motor in Ordnung ist. Was jetzt, wie viel kaputt ist, vielleicht nicht, aber wir konnten ja erkennen, der Pumpe-Düse-Nocke, ob der funktioniert, ob der einmal frei in Ordnung ist, was sicherlich auch immer mal ein Problem ist. Ja. Man konnte erkennen, ob die Motoren zumindest eine gleichwertige Kompression haben. Und hier haben wir jetzt theoretisch das Gleiche. Solange wie diese Signale einwandfrei jetzt übereinander stehen, wenn sie jetzt schon wieder anfangen zu zappeln oder zu laufen, dann stimmt irgendwo was nicht. Genau. Ja, cool, es gibt auch, ich sag mal, es gibt auch Folgeschäden, die jetzt gar nicht so oft sofort bemerkt werden. Wenn ihr zum Beispiel, als plumpes Beispiel, wenn ich jetzt so einen Mercedes habe, Diesel mit einer Common-Rail-Anlage und da war es ja auch öfter mal so, dass bei einer Falschbetankung, nach einer Falschbetankung die Pumpe gefressen hat, die Hochdruckpumpe, und einfach mal so stehen geblieben ist. Also dass praktisch die Hochdruckpumpe den Motor abgewürgt hat, mechanisch. Folge davon, das gibt einen riesen Ruck und dann ist die Kette nämlich auch auf der einen Seite lang. Ach ja, ja, genau. Ja, weil die wird ja einmal gezogen. Eine neue Pumpe wird eingebaut, der Motor läuft. Aber irgendwie nicht so wie vorher. Und das kann man auf eine einfache Art und Weise dann auch feststellen, weil dann auch hier diese Überschneidungslinie nicht immer auf dem gleichen Zahn landet, sondern er würde wandern, mehrere Motorumdrehungen eben halt, bis die Kette einmal durchgelaufen ist, also wieder an dem Punkt gekommen ist, wo sie angefangen hat. Ja, genau. Das ja, hallo Freunde, hallo Michael. Wir hatten ja letztens das Video gedreht, da ging es um Steuerkettenlängung. Da hatte ich so einen Nissan Micra mit und da haben wir ja auch mit dem Oszilloskop festgestellt oder beziehungsweise gezeigt, dass sich das messen lässt. Man nimmt also einfach den Kurbelwellensensor und den Nockenwellensensor auf und vergleicht dann praktisch den Signalabstand von der Zahnlücke bis zum und dem Nockenwellensignalwechsel. Was nicht ganz klar geworden ist, fand ich, wohin sich das Signal verschiebt, in welche Richtung, wenn die Kette gelenkt ist. Also diese Zahnlücke von dem Kurbelwellensensor bezüglich auf das Nockenwellensignal, in welche Richtung das wandert, wenn die Kette länger wird. Ja? Ich habe jetzt hier mal so eine PowerPoint-Präsentation kreiert, wo das anschaulich gemacht werden soll, dass das von jedem auch verstanden wird. Ich habe jetzt hier eigentlich nur mal so ein Nockenwellenrad, das ist ein Sensorrad, symbolisch dargestellt mit einer Marke. Ja. Die streicht dann eben halt hier immer an diesem Nockenwellensensor vorbei, bei jeder Umdrehung. Und dadurch wird eben halt dieses Signal erzeugt vom Nockenwellensensor. Hier ist gerade diese Markierung an dem Sensor vorbei gestrichen, berührungslos. Und hier wird also an dieser Stelle ungefähr
das Signal von 0 Volt auf 5 Volt wechseln. Ja. Und hier unten habe ich ein Nockenwellensensorrad. Ich stelle das mal eben ganz kurz da. Ja, schwierig. So, machen wir es hier mit. Das ist das Sensorrad für die Kurbelwelle. Das hat 60 Zähne und an einer Stelle fehlen 2 Zähne hier. Das ist praktisch die Positionserkennung für das Steuergerät, wo gerade die Kurbelwelle sich befindet. Gut. Das hier soll die Steuerkette symbolisch darstellen, hier dieser graue Strich. Und dieser Abstand hier, also hier ist der Sensor, also ist diese Marke gerade am Sensor vorbei, Signalwechsel. Und hier ist die Lücke noch 1, 2, 3, 4, 5, also 5,5 Zähne vom Kurbelwellensensor entfernt. Ja. Hier auf der rechten Seite. Moment, so, hier auf der rechten Seite sieht es so aus, hier oben ist die Stellung gleich wie links und unten sehe ich aber, dass ich von der Lücke nur noch 1, 2, 3, 4 Zähne bis zum Kurbelwellensensor entfernt bin. Ja, das heißt also, hier hat sich schon die Kurbelwelle ein wenig weiter drehen können gegenüber der Nockenwelle. Und das kann ja eigentlich nur dadurch geschehen, dass die Kette sich gelenkt hat hier. Ja, ob ich recht habe mit meiner Vermutung, werden wir gleich sehen. Also wir sprechen jetzt noch nicht von einer übergesprungenen Steuerkette, sondern nur von einer gelenkten Steuerkette. Hier nochmal das Oszilloskopbild für die linke Seite hier. Da sehe ich also hier den Signalwechsel von 0 auf 5 Volt, hier dies hier, und zähle 1, 2, 3, 4, 5, hier den halben, den nehme ich noch mit, also sind es insgesamt 5,5 Zähne bis zur Lücke hier, während es rechts Signalwechsel hier, wie gehabt, na, hier ist er vorbei, Signalwechsel von 0 auf 5 Volt, zähle ich noch 1, 2, 3, 4. Ja, dann dürfte der Fall ja jetzt eigentlich klar sein. Wir sagen mal, hier wäre die Kette in Ordnung, also, und hier wäre die Kette gelenkt. Ja, das ist eigentlich schon alles. Wie gesagt, man muss, wenn man das korrekt auswerten möchte, immer ein Gutbild zugrunde legen. Ja. Das dürfte jetzt soweit eigentlich klar sein und deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sag mal, bis die Tage. Also dann, ciao. Ja, das war's zum Thema Steuerkettenlenkung mit dem Oszilloskop prüfen. Wir werden jetzt hier noch so ein bisschen rumbasteln, weil wir haben nämlich jetzt hier noch sowas Kleines hier. Das zeigen wir euch nochmal eben. Und damit werden wir jetzt nochmal so ein bisschen rumbasteln und mal gucken, vielleicht ist das eins der nächsten Videos. Wir schauen mal, was wir da so Interessantes mitmachen können. Für euch ist an dieser Stelle erstmal Schluss und ja, kommentiert dieses Video ganz gerne. Wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, haut das doch runter in die Kommentare. Und ich sag wie immer, danke Jürgen, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne geschehen, ja? Hat mir Spaß gemacht. Und wir werden bestimmt das eine oder andere noch hier zaubern. Jetzt tüfteln wir erstmal noch so ein bisschen rum. Wie gesagt, für euch ist an dieser Stelle Schluss und ich sage wie immer, das war's in diesem Video. Ich sage bis dann, danke und tschüss.